Ja, grüß Gott miteinander. Wer ist hier? Euer Rufnex von den Toten auferstanden mit Wirtgong 2. So, ich habe all meine Arbeiten so gut wie erledigt. Ich bin umgezogen, habe meinen PC wieder jetzt aufgebaut, hat jetzt 2,5 oder 3 Monate Pause. Bin schon total auf Entzug, also es muss jetzt so schnell wie möglich wieder weitergehen. Ich muss meine Projekte wieder ans Laufen bringen und für euch natürlich bereitstehen hier. Und wieder zocken, spielen, gleich mal anfangen. Ich habe schon mal ein bisschen was eingestellt. Mit dem ersten Teil hat es leider nicht funktioniert. Da ist unter Windows 7 kommen da irgendwelche Problemchen. Schade eigentlich. Ich wollte eigentlich von Teil 1 aus spielen, aber es wurde leider nicht möglich, weil ich habe es ja schon in der alten Wohnung versucht. Und da hat es leider nicht funktioniert. Jetzt machen wir hier ohne Stress Teil 2. Ist auch ein schönes Spiel. Ich hab's mal angezockt oder durchgezockt, ich weiß es gar nicht mehr, angezockt, durchgezockt. Da müsste ich jetzt mal gucken, irgendwie hier, da habe ich so Zettel manchmal reingebeppt, ob ich schon mal ein Spiel durchgezockt hab. Ist auch egal. 2005 kam es auf den Markt im Oktober. Hey, die Musik ist mal voll gechillt eigentlich so. Oh. Und ich wollte mich noch bedanken, dass ihr so treu bei mir geblieben seid und mich immer noch hier abonniert habt. Und ja, ich habe auch ein paar neue dazu bekommen, finde ich auch top, klasse. Das heißt ja, dass ich gute Let's Plays liefer, hoffe ich zumindest mal. So, machen wir mal Einzelspieler. Hier kann man nämlich die US-Kampagne spielen und die VC, also die gegnerische, wie es aussieht, kann man die auch spielen. Ne, da habe ich es auf gar keinen Fall durchgezockt. Ne, da habe ich es nicht durchgezockt. Weil daran könnte ich mich erinnern. So, wir fangen natürlich neu an. Auf normal. Normal ist normal, ne? So, jetzt müsste, glaube ich, gleich ein Video kommen. Oder? Oder auch nicht, oder? Ja, aber auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen, wieder täglich Let's Plays hochzuladen. Jetzt habe ich auch wieder Zeit gefunden, hoffentlich. Und da kommt ein Video für euch. Na, das ist nicht mal Action, ne? So, wo sind wir jetzt? Natürlich im Puff wurden sonst, ne? Hier eine alte geschnackselt. Wieso ist denn der noch angezogen? Na, sowas aber auch. Liegt ihr voll fertig? Oh, die hat die schon platt gemacht, ne? Die alte. Oh Mann, ey. Bilder. Lampe. Alte. Ja, noch bist du hübsch, ne? Aber die werden später voll hässlich. Sorry to disturb you. Colonel Lewis sent me. What the hell does he want? He wants you to report into headquarters. Sure picked a great time. I'll wait out front in the Jeep, Captain. Wieso? Und du bist doch schon fertig. So schlechter Zeitpunkt ausgewählt. Und ich hab wie immer keine Füße. Oh. Liebe Programmierer, bitte, ihr hättet auch damals schon an Füße denken können. Why you have to leave, GI? Have to, darling. Believe me, I'd rather stay. Ja, aber auch nur die ersten 5 Jahre, ne? So, was kann man denn hier alles machen? Hier ist ein Klo. Ah, Klo. Kein Spiegel. Da kann ich nicht mal wissen, wie ich aus... Ah doch, ich habe mich ja gerade gesehen. Stimmt. Ah, im Nachbarzimmer geht's. Ah? Ah, ihr Perverslinge hier. Kleine schwere Nöter. Hier können wir aufmachen. Ah. Küche. Kotze. Kotze in der Küche. Lecker.
Ah, guck mal hier, Soldat. Hat er gerade gefurzt? So ein Schwein aber auch. Kann man hier irgendwas machen? Oder? Nö, hier kann man nichts. Ah, warte mal, hier ist noch ein Räumchen. Nee, geht nichts, ne? Okay. Na, gehen wir mal runter. Tabulator-Taste. Ah, hier kann man sehen. Verlassen Sie das Freudenhaus durch den Haupteingang. Tommy wartet draußen auf Sie. Melden Sie sich bei Colonel Lewis. Beim MACV Hauptquartier. Aha. Ja, ich habe doch schon gerade eben geguckt hier, Tabulator. Also wir gucken, ob ich hier anderen zugucken kann beim Beautiful Sexy Teil machen. Hey, Carver. Lewis wants to see me. Got a report into the HQ. Why is he pulling you out of bed so early? It's the Vietnamese New Year. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. Heute ist voll Big Party und so. Aber ich glaube, arg viel können wir hier nicht mehr machen. Man kann auch nicht spannend zugucken oder so. Schade eigentlich. Was haben wir denn hier? Oh. Ah. Ein Mädchen. Hat nicht mal einen Namen. Naja gut, braucht doch keinen Namen. Solange es tanzen kann. Australischer Soldat. Ja, ihr seid neu hier. In der Kneipe. Ah, okay. Sowas aber auch. Mädchen, die heißen irgendwie alle gleich. Das ist vielleicht eine Schwester von dir. Ja, wir wollen uns hier gar nicht mehr lange aufhalten. Hier saufen sie auch irgendwie so einen billigen Fusel. Kann man sich auch irgendwie bücken, hinlegen oder geht es gar nicht? Ich will mich jetzt hier nicht gleich flach auf den Boden legen, aber was saufen die da? Chano Daniels. Ein guter Whisky. Chano Daniels. So, dann schauen wir mal. Was ist mit meiner Tastatur los? Okay. So, here I go. I was afraid you fell asleep. Okay, let's stop talking, hit the road. Sorry, sir. Jeez, what a night. Aber wirklich, was für ein Fahrzeug vor allen Dingen. Was steht denn hier alles rum? So, schwarzes Bild. Hätten sie auch irgendwie ein... Ah, genau, sowas wollte ich gerade sagen. Okay, es geht auf ins Hauptquartier, Headquarter. Ah, ich freue mich schon richtig auf die nächsten Projekte, die wir kommen. Also ich bin ja noch ein paar dran und so, die werde ich dann jetzt auch wieder hochladen. Und ja, ich habe sowieso noch nicht alles hochgeladen, sehe ich gerade, von dem anderen Zeugs. Da werde ich auf jeden Fall noch etwas aktiv werden. Und so, ne? Langzeitprojekte, Kurzzeitprojekte. Also jetzt kommt wieder viel, jetzt habe ich wieder ganz viel Zeit. So, lade. Lade, lade. Lade, 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 lade. So, was sagt denn hier die Uhr? Ah, gut. Vietcong 2. Ich bin immer gespannt, wie das Spiel ist. Also ich habe es auf jeden Fall mal angezockt. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob es gut oder schlecht war. Aber da machen wir uns jeder macht sich da ein eigenes Bild. Ist auch nicht mehr allzu teuer, also ich glaube, das kostet auch nicht mehr so viel. Guck mal, überall stehen die Nutten rum hier, ey. Was geht denn hier ab? Ah, stopp. Gut, du darfst ruhig ein bisschen weiter vorfahren. Ah. Okay. Jeep verlassen. Eingabe benutzen. Das ist in dem Fall F. Was? Was ist los? Was? Jeep los? Kaputt. Also gut, Jeep ist kaputt. Oben, so wie es aussieht, da wo es so blinkt, das kleine Sternchen, das weiß-rote. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Natürlich möchte ich mich hier erstmal umschauen. Oh, Stone, gib mir mal eine Knarre, ey. Die sieht ja richtig gut aus. Hi, Stone, war's das? Wie geht's? Ja, weiß er auch nicht. Alles bestens? Ja, ja. Conversation with you is always so refreshing, Stone. Well, never mind. Talk to you later. Later, man. Später, okay. Jetzt können wir ihn nicht mehr anschwallen. Man kann hier echt jeden... Ja, okay, er ist in seinem Büro. Hier kann man echt jeden anschwallen. Hier draußen. Gib mir mal eine Waffe. Ich will auch eine Waffe, verdammt. Man kann auch in andere Gebäude reingehen. Man muss nicht unbedingt in das. Kann man auch aufmachen? Ah, guck mal hier, ey. Das ist also für die damalige Zeit, für das, dass man keine Füße hatte,
kann man hier wirklich viel machen. Man kann in diverse Türen reingehen. Man kann mit Menschen reden, die nicht antworten. Ah, guck mal hier, das sieht doch schon viel... Da bin ich jetzt besoffen, oder was? Vielversprechend aus hier. Ey, geht da mal nirgends rein, verdammt nochmal. Sowas aber auch. Und hinten geht gar nicht. Oh, da kann man raus. Komm, wir verpissen uns vom Stützpunkt. Kann man ja auch sprinten. So wie es aussieht, haben wir das auch nicht gelernt. Da war wahrscheinlich, nur aufpassen, dass ich nicht die Windows-Taste drücke, sonst ist alles für den Arsch. Dann geht wieder die Schneiderei los. Also hier kann man nichts. Ja, ja. Wer bist du denn? Ja, ja, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, genau. Halt den Mund, Verzeihung, Sir. Also bin ich ein Vorgesetzter, also ich... Hier ist ja noch alles. Ey, ey, Baby, bleib mal stehen. Ey, nicht weglaufen. Ey, na? Wie geht's? Wäre schön, wenn man hier ein paar reinholen könnte. So, jetzt gehen wir aber mal unseren Auftrag machen. Finden Sie Colonel Lewis. Also, oh, warte mal. Mir fällt da gerade was ein. Da kann man doch bestimmt ein bisschen Blödsinn mitmachen, oder? Ach, Mann. Och. Jetzt wollte ich ein bisschen im Stützpunkt rumballern und es geht nicht. Toll. Captain, you happen to know where Lieutenant Campbell is? I haven't seen Cobber today. No idea where he could be. Typical of him. I bet he's in that brothel again. Aber voll, ey, da komme ich ja auch gerade her, ne? Aber ist auch nicht schlecht dort. So, die Nutten sind gut, reden nicht viel, blasen. Well, I was in Thailand at that time. How many of our men were there? Nein, hier bin ich wahrscheinlich falsch. Hier werden irgendwelche Sachen beschwallt. Aber hier, guck mal, hier ist offen. Dutch. Na, Dutch? How's it going, Dutch? Hi, Daniel. Not well, as usual. Ja, ne? Komm hier auch ein Fenster. Ah nein! Man kann seine Füße nicht sehen, aber man kann ein Fenster öffnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Revolutionär. Einfach nur brutal. I want you. Genau, der Uncle Sam, US Army. Den kennt ja jeder, ne? So, und da gehen wir mal ganz hoch. Der hat natürlich sein Büro bestimmt. Captain! Captain? Kann ich hier auch noch woanders hingehen? Hier vielleicht? Ne. Hier ist er bestimmt, oder? Colonel Lewis. Lewis. Da ist er. Sir, Captain Boone reporting. Good morning, Dan. You wanted to see me, sir. We received an invitation from the mayor for a toast in the town hall. Well, sir, but what do I have to do with that? The command is sending a journalist who's working on a report about our advisors in Vietnam. I've assigned him to your unit. That's why you're going to go to that reception with him. Of course, sir. They should arrive at any moment. Go pick them up at the landing zone. Dismissed. Yes, sir. So, Ziel neu festgelegt. Wohin muss ich denn jetzt? Achso, zum Landungsplatz. Ah, stimmt. I want you for US Army. Wer wollte das hier sagen? Wir sind doch schon in die US Army. Wollt ihr, dass hier noch ein paar Vietnamesen kommen oder wie? So, hier ist ein Helikopter. Muss ich jetzt ganz schnell dahin, oder? Ah, guck mal, der wartet schon auf mich. Jimmy Davis. Jimmy Davis. And this is my cameraman, Peter Schultz. Was ist mit dem los? Good morning, gentlemen. Captain Daniel Boone. How was the journey? Good, thanks, Captain. Unfortunately, flying is not one of Peter's favorite activities. That's okay, Schultz. Come on, I'll show you to your quarters. Well, it's not the Hilton. I'm sure the jungle's a lot worse. You bet. You'll see for yourself. But tonight, we have some Tet celebrations to attend to. Naja, ne? Ja. So, Boy Scout, head to the town hall. The party awaits. Sorry about Schultz. He's really sick. Ja, also wir müssen jetzt zu irgendeiner Delegation oder wie auch immer. Wir tucken da jetzt irgendwo hin und müssen da so Stößchen und so machen, ne? So, ist das das Gebäude? Ja. Sieht ja sehr interessant aus, vor allem interessante Leute kennenlernen, Vietnamesen kennenlernen. Aber irgendwie fehlt was in dem Spiel bis jetzt, und zwar fehlt irgendwie die Action. Hier geht noch gar nichts irgendwie. Und wir haben schon erst... Ach,
Den ersten Part haben wir ja schon geballt. Geballt. Haben wir schon bald. Aber irgendwie fehlt da was. Blut, Tote, Gore-Effekte. Ist ja die deutsche Version. Ich denke mal, da wird nicht allzu viel passieren. Die habe ich mal auf der Pyramide gekauft für einen Zehner oder sowas. Oder war es Amazon? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Amazon glaube ich nicht. Pyramide, ja. Ich will ja hier keine Fremdwerbung machen, ne? Aber ich kann euch nur sagen, unten im Video ist ein Link. Da könnt ihr das bestellen, wenn ihr wollt. Da bekommt man das Spiel. Besser gesagt, da kommt ihr auf meine Spieleliste, wo ihr das bestellen könnt, wenn es euch gefällt. Und bitte kauft es euch original, ladet es euch nicht runter. Vielleicht kommt ja auch mal ein dritter Teil, hoffentlich. Haben wir dann Füße. Ah, Feuerwerk, oder wie? Guck mal, die ganzen Weiber, wo hier rumlaufen, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. So. So, hier geht's rein, wie es aussieht. Ah, ist da noch ein bisschen Renovierungsarbeiten, ne? Das finde ich ja interessant, auf so ein Bambusstäbchen. Wieso fahren die nicht vorne rein? Ja, wohin fährst du? Hallo? Ah. Jetzt machen sie hier zu. Hier schießen sie doch. Ach, das ist Feuerwerk jetzt. Verlassen sie den Jeep, genau. Würde ich auch sagen. Ja, ich denke, wir dürfen hier rein. Wollen wir reingehen? Moment. Ja gut, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Jetzt habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Captain Boone, the party's going to start. Shouldn't we go in? Ja, wir gehen schon rein. So, wir sind bei der Party angelangt. Und ich würde sagen, ich mache mal hier einen kleinen Break-Schnitt. Nennt's wie ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, dass es dann mal ein bisschen abgeht. Tschüsschen!